In diesem Video wird gezeigt, wie wir YouTube nutzen, um Informationskompetenz zu vermitteln. Ich zeige das in drei Schritten. Erstens, was sind Kriterien für erfolgreiche Lernvideos? Zweitens, wie setzen wir dies im YouTube-Kanal der UB Gießen um? Und drittens, wie sieht der Rahmen aus, in dem wir Informationskompetenz vermitteln? Inspiriert wurde ich vom Song Whenever, Wherever von Shakira und einem Artikel im Handbuch Informationskompetenz aus dem Jahre 2016. Hat Shakira bereits 2001 Erfolgskriterien für das Videoportal YouTube markiert, welches erst 4 Jahre später gegründet wurde? Und hat sie damit Hinweise geliefert, wie sich mit YouTube Informationskompetenz vermitteln lässt? Schauen wir uns einmal folgende Strophe an. Lucky that my lips not only mumble, they spill kisses like a fountain. Lucky that my breasts are small and humble, so you don't confuse them with mountains. Videos dürfen nicht flüstern, sie müssen leicht auffindbar sein und praktisch überall optimal laufen. Nützliche Inhalte müssen wie eine Quelle sprudeln. Videos sollten kleine, abgegrenzte Themen behandeln, keine aufwendigen und langweiligen Produktionen. Analysieren wir gemeinsam unseren YouTube-Kanal ein wenig. Es gibt dort die mit gelben Pfeilen markierten Videos, welche mit sehr hohem Aufwand und liebevoller Kleinarbeit mit externer Hilfe produziert wurden. Die Klickzahlen sind im Vergleich zu anderen Kanälen ganz okay, rechtfertigen im Rückblick aber nicht den hohen Ressourceneinsatz. Im Gegensatz dazu wurden die grün markierten Videos mit wesentlich einfacheren Mitteln erzeugt. Mein Lieblingsvideo, Schließfächer so geht's, habe ich mit meiner Tochter und der Handykamera zwischen 2 Vorlesungen gedreht. Es ging nach kurzem Schnitt direkt online. Unser gut 7-minütiges Video, die Recherche mit Just Find, hatte 382 Aufrufe in einem Jahr. Mit den YouTube-Analysewerkzeugen kann man erkennen, wie stark das Video Zuschauer bindet im Vergleich zu Videos gleicher Länge. Unser Video bewegt sich im Durchschnittsbereich der Zuschauerbindung, am Ende liegt es sogar ein klein wenig darüber. Die ernüchternde Erkenntnis ist jedoch, dass das Video mit 37% nur zu einem guten Drittel tatsächlich angeschaut wird. Und das ist die Regel bei YouTube-Videos. Schließfächer so geht's liegt weit über dem Durchschnitt der Zuschauerbindung mit 87%. Dauer 48 Sekunden und weit über 900 Aufrufe in einem halben Jahr. Das Video kommt sogar ganz ohne Ton daher. Was macht es dennoch so erfolgreich? Der neue Schließmechanismus war erklärungsbedürftig. Das Video nahm sich also einem aktuellen Problem an. Es ist authentisch statt perfekt, kurz und auf ein einziges Problem fokussiert. Auf unserem Kanal findet man unten den Bereich Citavi, welcher aus 4 Playlists besteht. Dem Teaser Citavi in 100 Sekunden, der ein Haben-Will-Gefühl erzeugt, den geteilten Einführungsvideos vom Hersteller, einem Remix der Herstellervideos als Ersatz für den mäßig besuchten fortgeschrittenen Kurs und FAQ-Videos. Wir sind hier bereits mitten im Bereich Informationskompetenz vermitteln. Was ist das große Plus der YouTube-Videos im Vergleich zu den herkömmlichen Schulungen? Die Videos werden am Point of Need betrachtet. Sie sind zeit- und ortsunabhängig. Whenever, wherever. Die anderen Vorteile will ich nicht im Detail ausführen, stattdessen kurz unsere Lösungen für das Betreuungs- und Übungsproblem zeigen. Es ist ein an den Flipped Classroom angelehntes Konzept. Die Videos werden in eine größere Präsi-Präsentation integriert, welche den Studierenden online zur Verfügung steht. Nach der Betrachtung eines Tutorials werden Aufgaben direkt gestellt und weitere Lernressourcen verlinkt. Wir arbeiten aktuell daran, dass die Studierenden nach erfolgreich absolvierten Tests auch direkt ein Zertifikat generieren können. Zusätzlich wird das Angebot unter anderem durch unsere Citavi-Sprechstunden begleitet, um Probleme oder Fragen face-to-face besprechen zu können. Videos, Schulungen und Sprechstunden bilden gemeinsam ein starkes Konzept. Die Studierenden haben die Wahl, ob sie das Online- oder Präsenzangebot nutzen möchten. Inhalte und Aufgaben sind identisch. Das Konzept wird vom gesamten Citavi-Team der UB getragen.